Ja, Mahlzeit. Oder auch einen schönen guten Tag. Heute gucken wir uns ein richtig cooles altes Set an, und zwar von Lego Star Wars die 8038, der Endor Bunker, aus dem Jahr 2009. Das Set ist erschienen zum 10 Jahre Lego Star Wars Jubiläum mit 842 Teilen und einer UVP von 100 Euro. Der Karton ist leider nicht mit dabei, dafür aber die beiden Anleitungshefte. Und wenn wir uns das jetzt hier erstmal angucken, hier haben wir dieses 10 Jahre Jubiläumssymbol, also alle Sets, die dieses Symbol haben, gehören mit dazu. Und wenn wir die Seite erstmal aufschlagen, haben wir hier eine Übersicht über die Bauschritte. Ja, es gab tatsächlich hier in diesem Set bloß drei. Im ersten haben wir hier ein bisschen Equipment aufgebaut, plus die Figuren, dann der AT-ST und dann der Bunker. Also das ist nicht in so viele Bauschritte unterteilt wie heutzutage. Ja, und dann geht es halt direkt los. Was ich ganz interessant finde, ist etwas in dem zweiten Anleitungsheft, denn wir bauen die meiste Zeit ja mit dem Heft hochkant. Und wenn wir dann ein, zwei Seiten hier weiterschlagen, dann haben wir eine kurze Zeit das Heft waagerecht. Das macht Lego heutzutage nicht mehr, ist mir zumindest nicht bekannt. Fand ich auf jeden Fall interessant und wollte ich euch mal zeigen. Dann zu den Minifiguren. Und hier haben wir erstmal diese beiden Scout Trooper. Zwei ganz normale Scout Trooper, einer kostet ca. 3 Euro. Und auf jeden Fall coole Sache, dass sie davon einfach mal zwei reingepackt haben. Heutzutage wäre es wahrscheinlich nur einer. Dann hier noch dieser imperiale Trooper. Ja, in Schwarz gehalten, fand ich als Kind immer sehr, sehr cool. Der kostet ungefähr 5 Euro. Chewbacca, der kostet 2 Euro. Der hat ja hier noch nicht mal richtig Augen. Dann zu Han Solo. Das Gesicht ist auf jeden Fall verbesserungswürdig, aber gut. Der kostet ungefähr 6 Euro. Und Leia, die ist exklusiv. Da hätte ich gedacht, die geht für deutlich mehr, aber die kostet 5 Euro. Ganz entspannt. Aber gut, das Gesicht gefällt mir bei ihr überhaupt nicht. Die sieht aus wie so ein Schrumpfkopf oder so. Also gar nicht cool. Hier dann noch die Rückseiten der Figuren. Keine Figur hat ein Zweitgesicht. Das war damals noch nicht wirklich verbreitet. Zu den anderen Figuren. Da haben wir erstmal den guten alten R2-D2, der kostet 1 Euro, der ist in etlichen Sets erschienen. Dann hier Chief Sherpa, ist nicht mal exklusiv, aber dennoch die teuerste Figur aus dem Set, und zwar 8 Euro. Dann haben wir hier Pablo, soll exklusiv sein, aber es gibt noch einen ähnlichen Ewok, und ich glaube, da ist bloß irgendeine kleine Sache am Print anders, der kostet 6 Euro. Dann die beiden Rebellen, beide auch exklusiv aufgrund eines Features auf der Rückseite. Und zwar haben wir hier erstmal den mit dem Bart, der kostet ungefähr 3,50 Euro, und der ohne Bart, der kostet ungefähr 4,50 Euro. Hier dann die Rückseite, die jeweilige Rückseite der Figuren. Ja, R2-D2 und die Ewoks erstmal nichts Besonderes, und die beiden hier, die haben so einen gebauten Rucksack. Das macht die beiden dann auch exklusiv, weil, wenn ich mich richtig erinnere, gab es die auch noch in anderen Sets. Zur 12. Minifigur. An diesem Segler, sehr, sehr coole Sache. Den Segler fand ich als Kind auch unglaublich cool. Leider hatte ich das Set als Kind nicht, nur ein Kind in der Nachbarschaft, und damit haben wir gespielt. Auf jeden Fall 6,50 Euro kostet der, und der soll auch exklusiv sein. Wenn wir jetzt hier einmal beim Segler sind, nehme ich das schon mal vorweg. Also die Maße sind jetzt hier nicht wirklich relevant, sieht aber auf jeden Fall sehr, sehr cool aus, der Segler. Und wir haben hier auch eine kleine Funktion, und zwar kann der hier diesen kleinen Stein abwerfen. Ja, um das halt so wie im Film nachzuspielen. Also das Set ist eindeutig ein klassisches Spielset. Dann kommen wir zum Modell und erstmal zur Bauzeit und zum Bauspaß an sich. Die Bauzeit, die hat bei mir 2 bis 3 Stunden betragen. Ich musste nämlich einige Sachen suchen, das war nämlich alles in einer Tüte. Und das Set hat nun mal nicht viele bunte Teile, weswegen man sich durch die hellgrauen und dunkelgrauen Teile durchsuchen muss. Der Bauspaß, der war gut, weil es war sehr abwechslungsreich. Ich meine, wir haben den AT-ST, wir haben das Katapult, die Speeder und hier dann noch den Segler. Der Bunker selber, da wiederholt sich auch nicht sehr viel.
Allerdings ist der Bunker sehr instabil. Das gucken wir uns gleich genauer an, aber die Wände hier, die sind einfach nur da rangelehnt. Also die können jederzeit rausfallen und der Untergrund, der war auch beim Bau relativ instabil. Dann aber erstmal noch zu den Maßen, und zwar haben wir dann hier erstmal den AT-ST. Der ist ungefähr 11 cm breit, 11 cm tief und 21 cm hoch. Der Bunker selber hat eine Breite von 26 cm, aber auch zu einer Spielfunktion jetzt schon. Wir können das Ganze hier aufklappen und dann beträgt die Breite ungefähr 40 cm. Dann ist er noch 21 cm tief und 10 cm hoch. Ja, hier dann auch schon die andere Funktion. Dazu aber gleich mehr, denn wir haben hier auch noch zwei von diesen Speedern. Ich glaube, heutzutage wäre gerade mal einer dabei, wenn Lego so ein Set rausbringen würde. Und hier dann auch noch das Katapult. Das hat auf jeden Fall Wumms, wenn wir hier dann die Munition draufladen, so einen Stein, und hier ordentlich draufhauen. Hat jetzt natürlich nicht funktioniert, aber jetzt, ja, der fliegt auf jeden Fall ordentlich weit. Damit kann man als Kind eine Menge Spaß haben. Als nächstes noch die Funktion zum AT-ST, der darf natürlich nicht vergessen werden. Wir haben einen relativ gargeligen AT-ST, also gar nicht zu vergleichen mit den heutigen AT-STs, aber dennoch cool, dass der mit dabei ist. Wir können hier den Kopf halt von Hand bewegen, dafür haben wir nicht extra noch ein Rad. Dieses Rad, das ist für die Beine, dadurch können wir die dann halt so vorwärts bewegen. Also für mich ist es nicht, das ist zu unkontrollierbar, aber ja, für Kinder durchaus eine schöne Sache. Und viel gibt es dann hier nicht zu zeigen. Wir haben hier nur halt noch zwei Prints. Die Klappe hier oben, die können wir öffnen, um das ordnungsgemäß nachzuspielen, dass Chewie dann da reinguckt zum Beispiel. Und wir können aber auch die große Klappe öffnen, weil wenn man größere Hände hat, dann kann man damit durchaus einfacher umgehen. Außerdem dann noch hier so ein Flickfire-Missile, da drücken wir da raus, fällt wie ein Stein runter, man kennt's. Und von daher kommen wir jetzt zum Bunker. Erstmal ist der Bunker hier wirklich schön dekoriert, wie ich finde, mit ein paar Pflanzenteilen. Für meinen Geschmack hätten es auch noch mehr sein können. Damals war das aber schon ziemlich besonders. Und wir haben eben hier schon die eine Funktion gesehen, denn wir können hier oben drauf drücken. Und wenn man das ein bisschen doller macht, als ich jetzt das hier gemacht habe, das war nämlich aus Versehen, dann fliegt hier auch noch eine Wand an der Seite raus und auf der anderen Seite genauso. Die Wände, davon baut man 8 an der Zahl und die sind wirklich rund um den Bunker hier verteilt. Und alle bloß einfach hier dran gelehnt, also kurz einmal hier durch und dann hier muss man es jetzt reindrücken, aber hier sind die wirklich einfach auch bloß rangelehnt. Also das fällt öfters mal raus. Ansonsten haben wir im Inneren zwei Zahnräder, wodurch man hier den Bunker auch öffnen kann. Ihr könnt es sehen, nette Spielfunktion, da kann man dann halt das auf jeden Fall mit nachspielen, dass der Bunker gestürmt wird und dann kann man das hier natürlich auch wieder zumachen. So viel dann zum Äußeren, und im Inneren ist dann doch noch mal ein bisschen mehr los, deswegen drehen wir das hier mal um. So sieht es dann da drin aus. Ich meine, klar, wir sehen hier ein bisschen so die Funktion, damit das Außen funktioniert, aber wir haben hier auch Stühle und geprintete Computer, so sehen die denn aus, um das Ganze hier nachzuspielen. Da sitzt dann hier jemand drin. Ich meine, ist schon schade, dass wir jetzt hier von diesen schwarzen imperialen Soldaten nur einen mit dabei haben. Da hätten meiner Meinung nach zwei oder wenn nicht sogar drei mit dabei sein müssen, damit man das hier vernünftig spielen kann. Aber trotzdem coole Sache, und wenn wir das hier so wieder zusammenstecken, dann ergibt der Innenraum hier auch ein deutlich besseres Bild. Hier hinten mit den Generatoren und an den Wänden sind einfach mal auch noch 4 Waffen befestigt. Also da sind mehr Waffen mit dabei in dem Set, als man braucht. Darüber hat man sich damals riesig gefreut. Weitere Funktionen von Lego gibt es dann nicht, aber es ist trotzdem eine sehr, sehr coole Sache, denn mit der Fantasie von einem selber, ich habe damit als Kind halt selber gespielt, ja, da kann man sich so viel noch mit zudenken und auch Funktionen ausdenken und auch noch ein bisschen was dazu bauen, dass das hier einfach ein grandioses Set ist. Von daher komme ich zu den finanziellen Aspekten sowie zum Fazit, und
damals hat das Set ja 100 Euro gekostet. Heute wäre es ein Träumchen, wenn wir so ein Set bekommen würden für 100 Euro, weil auf eBay Kleinanzeigen kostet es gebraucht schon ein bisschen mehr, so 110 Euro bis 150 Euro. Wenn man das ein bisschen günstiger kauft, muss man hier und da ein paar Abstriche machen. Vielleicht fehlt ein Scout Trooper oder vielleicht ist irgendwas hier nicht mit dabei, ein paar Steine oder so. Aber es gibt es noch für einen relativ humanen Preis. Ich selber habe es auch bei eBay Kleinanzeigen für 100 Euro gekauft. Möchte man sich das neu kaufen, gibt es auf eBay Kleinanzeigen nicht wirklich viele Angebote. Deswegen sind das da ca. 300 Euro. Ist aber auch nicht repräsentativ, weil auf eBay gibt es das Set neu für ca. 250 Euro. Vielleicht auch mehr, vielleicht auch ein bisschen weniger. Plus, minus, muss man mal gucken, ob man eine gute Auktion erwischt. Und gebraucht kostet es auf eBay ca. 150 Euro. Auf Bricklink ist das schon wieder eine andere Sache, da wird es relativ teuer. In Deutschland gibt es das nur bei zwei Leuten gebraucht für 180 Euro und neu in Deutschland gar nicht. Deswegen habe ich jetzt einfach mal ein Nachbarland von uns genommen und zwar in Belgien gibt es das auch neu für 235 Euro. Da muss man dann aber auch noch mit bedenken, dass man den Versand und so weiter bezahlen muss. Insgesamt finde ich das Set extrem gut, alleine schon Endor ist halt einfach ein richtig geiles Setting und das etwas später erschienende Ewok Village ist einfach auch der Hammer, was sich damit super ergänzen lässt. Also da hat man einfach so eine tolle Spielwelt als Kind gehabt, alleine mit dem Set, weil hier auch so viel Equipment mit dabei ist, hier mit den anderen kleinen Sachen. Aber jetzt auch als Erwachsener, einen Endor-Bunker, ein Ewok Village, wenn man das alles nochmal rausbringen würde in einer Welle, da würde sich jeder drüber freuen, sowohl Kinder als auch Erwachsene, weil es einfach eine so coole Spielwelt oder halt auch einfach Welt zum Mocken ist, wozu man das super gebrauchen könnte. Ich frage mich, warum Lego das einfach nicht rausbringt, weil ein Endor-Bunker ist jetzt schon über 10 Jahre halt alt. Es müsste einfach so ein, vor allem ist es auch ikonisch und aus der Originaltrilogie müsste es einfach wieder geben. So viel dann von meiner Seite aus. Teil gerne mit, wie du das siehst. Müsste es mal wieder einen Endor-Bunker geben. Ich wünsche dir dann noch einen schönen Tag und ciao!